Hallo, Tesoro Miei. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns zusammen die Wochentendenz uns anschauen. Bitte bedenke, das, was ich jetzt hier sage, kann nicht mit dir hundertprozentig resonieren, weil es auch eine kollektive Legung ist. Was du aber machen kannst, ist, am Ende der Legung ziehe ich ein paar Sternzeichen. Du kannst dich in diese Sternzeichen wiederfinden. Kann aber auch gut sein, das ist nichts für dich. Ja? Aber ich sage immer so, du hörst es dir oder du schaust es dir nicht zufälligerweise an, sondern du wirst angezogen. Ja, die Energie hat dich hierher geleitet. Das bedeutet, hörst dir an. Das kann gut sein, dass du vielleicht nur ein Wort umsetzen kannst. Ja, wir werden uns jetzt gemeinsam anschauen, welche neue Türe öffnet sich. Ja, wir haben diesen Neumondphase am 8. April. Das ist ein wichtiger Neumondphase, weil da auch ein Sonnenfinsternis ist. Und astrologisch bedeutet das auch mit den Mondknoten, dass wir da einen Karma abrechnen. Also viele Menschen werden sozusagen seinen Karma ausgleichen. Ja, das merkst du ja auch, viele Menschen, die sich inkarniert haben. Das ist kein Zufall. Es gibt keine Zufälle. Ja, das sage ich immer wieder, sondern es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, ja, in dem etwas passiert. Und jetzt gerade, was auch in den Himmel passiert, ja, in den Sternen, das ist ein wichtiger Aspekt. Ein Karma, das ist einfach eine Aktion, agieren. Entweder agierst du positiv oder du sagst, nee, ich mache das nicht im Guten, aber trotzdem nimmt das Universum alles auf. Ja. Das wird nichts im Vergessen geraten, auch wenn du eine Kleinigkeit gemacht hast. Alles wird gemerkt. Ja, also von dem her handeln wir immer positiv, denken wir auch immer positiv, weil das Positive auch zu uns findet. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, lass uns starten. Mal schauen, was die Energienkarten uns preisgeben. Welche Türe öffnet sich bei dir? Das ist die erste Neumondphase für den Frühling in Widder, also sehr viel Feuer, Aktion. Das ist sehr, sehr schön. Und gleichzeitig bearbeiten wir auch etwas, ne? Das ist klar. Und wir legen an Samen. So, wir haben hier eine Reise. Wohin führt dich diese Reise? Das ist aber auch eine Entscheidung. Du siehst es auch an der 2. Wo will ich denn hin? Wo führt mich diese Reise hin? Das kann eine innerliche Reise sein, die du betätigst und die führt dich sehr weit. Sie öffnet hier quasi für dich die Türen. Ja, du kannst ja nach rechts, nach links, geradeaus, egal wo du hingehst. Wichtig ist, dass du auf deinen Seelenweg bleibst. Ja, dass du dich quasi für das entscheidest, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Und was mir hier auch einfällt bei dieser Dame, das sind die Gepäcke. Also die leuchten so schön. Das ist wie wenn das keine richtigen Gepäcke sind, sondern das Seelische, das Geistige. Was wir mitbringen von einer früheren Inkarnation, können wir immer gebrauchen in dieser Inkarnation. Wir nehmen ja nicht nur das Schlechte. Wir reden über das Karma, wir haben was Schlechtes getan, aber wir haben auch Gutes getan. Das ist auch mit drin. Ja? Also ich denke, wir haben Gutes und Schlechtes. Das ist immer dieses Yin und Yang, das uns immer verfolgt, dieses Gleichgewicht, ja, was in uns ist. Wir ernähren eine Seite, wir ernähren die andere Seite. Es kann hier eine wahre Reise sein, die du führst, indem du etwas Neues beginnst, indem du vorhast, irgendwo etwas zu besuchen. Vielleicht ist es auch eine Arbeitsstelle, einen neuen Arbeitsplatz. Es kann aber auch gut sein, du kommst gerade, ne, von den Ferien. Also du hast hier ein paar Tage dir genommen und du kehrst wieder zurück im Alltag. Aber du bist anders. Du bist nicht mehr die eine. Du bist nicht mehr der eine. Ja? Es hat sich in dir etwas geändert. Jede Reise für uns bedeutet etwas, bringt uns eine Erfahrung. Egal, was für eine Reise das ist, ob das innerlich ist oder äußerlich, eine wirkliche Reise, indem du sagst, ich fahre für ein paar Tage irgendwo hin. Das ändert dich automatisch. Du bist nicht mehr die, du gestern warst. Ja? Du hast ein anderes Bewusstsein. Du änderst jedes Mal und auch die Karten ändern sich mit dir. Ja? Also sehr schön. Du kommst hier in diesen Dualismus. Ja? Das ist aber die 2. Das ist auch für uns die innere Stimme. Ich sage das immer wieder. Wir lassen uns leiten. Und wie können wir gewisse Entscheidungen treffen, indem wir auf unseren Herz hören? Ja? Nur dein Herz kennt die Wahrheit. Ja? Ob du jetzt nach links oder nach rechts gehen willst. Ob du jetzt sagst, Katja, ich höre auf meinen Verstand, das ist was ganz anderes. Aber ich denke, du bist hier auf deinem eigenen Weg,
deine Reise führt dich dahin, wo du auch hin möchtest, ja, wo deine Seele das bestimmt hat. Sehr schön. Wie gesagt, entweder ist es hier wirklich eine Reise, die du betätigen wirst, oder du hast sie schon betätigt und es haben sich gewisse Dinge geändert, oder diese neue Türe öffnet dir, öffnet dich hier in diesen Inneninspektionen. Ja, das ist ja das Wichtigste. Das geht nur, wenn wir wirklich an uns arbeiten. Es gibt aber auch Menschen, die tatsächlich nichts machen. Nicht an sich arbeiten, aber trotzdem vorwärts kommen. Das geht auch, das gibt's auch, ja. Man muss, also wir dürfen oder wir müssen nicht alle spirituell sein, um perfekt zu sein, um Gottes Willen. Es gibt auch Menschen, die spirituell sind, aber eine Katastrophe sind. Es gibt Menschen, die gar nicht spirituell sind und wirklich eine tolle Energie haben, ja. Okay, machen wir weiter. Und zwar mit den Erzengeln. Mal schauen, was die Erzengel uns mitteilen wollen auf unser Weg, auf diese Reise. Ja, auf diese spirituelle Reise, aber auch wahrhaftige Reise, ne? Wohin du auch immer hingehst oder hinfährst oder hinfliegst. Ja, das kann ja auch sehr weit weg sein. Gottes Geschenke. Erzengel Sandalphon. Wir Engel bringen dir Geschenke deines Schöpfers. Öffne deine Arme, um sie zu empfangen. Das kann alles sein. Das können Talente sein, Fähigkeiten. Ich kriege gerade richtig Gänsehaut. Guck mal, wie die Haare hier aufstehen, weil das ist etwas Schönes. Wir bekommen nicht immer nur das in der Materie, in Form der Materie. Natürlich kann es gut sein, dass jemand jetzt sagt, Katja, ich habe jetzt gestern was gewonnen oder letzte Woche. Okay, das kann gut sein, aber hier sind auch deine Talente und Fähigkeiten. Und das Geschenk an sich selber ist das Leben. Das ist wirklich das Leben. Wir denken jeden Tag, es ist selbstverständlich, dass wir zwei Beine haben, zwei Arme. Das ist aber nicht immer selbstverständlich, dass wir alles sehen können, hören können, riechen können mit unserer Nase, atmen können. Das ist nicht alles selbstverständlich. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die das nicht machen können. Und all das ist für mich ein Geschenk. Ja, natürlich checkt man das erst später. Ne? In jungen Jahren sieht man das nicht so. Da ist man wo ganz anders. Aber mit einem bestimmten Alter wirst du dir im Klaren sein, ja, dass das Leben eigentlich ein Geschenk ist. Ja, und dass hier die Erzengel, ne, von Gott, vor allem von Gott, wir reden ja von Gott, ja, ein Geschenk für dich haben, das kann nur etwas Schönes sein. Ja, du wirst hier beschenkt. Also, falls du jetzt hier ein Widder bist, okay, und es kommt hier ein schönes Geschenk, ja, der aber auch irgendwie ein Signifikator, eine Bedeutung hat für dich. Nur, nicht nur materielles, Leute, man kann auch etwas malen. Ja, man kann auch etwas anmalen, basteln für jemand, energetischen Abdruck da lassen. Das ist was Schönes, ja, was Einzigartiges, was du nicht beschreiben kannst, ja, wie schön dieses Geschenk ist. Wow, fantastisch, ne? Öffne deine Arme, das kann auch die Liebe sein von Gott, ja, die Liebe, die er dir gibt, ja, um die Dinge zu überwinden, um hier die Reise zu betätigen, weil um eine innerliche Inspektion zu machen, Leute, das ist so schwer, du leidest da wirklich, wenn du in die Tiefe reingehst, das ist ja das, was wir gerade auch ganz viele machen, mit Pluto in Wassermann, diese ganzen Dreck rauszuholen, das ist kein Kinderspiel. Also da zu arbeiten, wow, ich sag nur Hut ab, ne? Also ich bin gerade auch dabei, das ist schwer, das ist wahnsinnig schwer, natürlich mache ich das auch nicht allein, ich werde begleitet von jemand, der mir hilft, das ist wie wenn du sagst, ich gehe in einen Berg hoch und ich bekomme das Wasser zugestellt, ja, ja, man kann das nicht alleine machen, ja, das ist sehr, ich sag mal so, sehr schwer, vor allem, wenn man auch viele Verletzungen hat in sich, ja, die Seele bringt ja von mehreren Inkarnationen, mehrere Situationen mit und das alles sollte verarbeitet werden, ja, okay, schauen wir uns jetzt mal mit diesen wunderschönen Orakelkarten, lass die Bilder, die ich schon lange nicht mehr verwendet habe, ich freue mich. Das sind eine meiner liebsten Orakelkarten. Die liebe ich einfach. Successo, Erfolg. Baldoria. Wow, Leute, hier geht's ab. Hier geht's ab. Hier geht die Vittoria. Also besser geht das gar nicht. Besser geht das gar nicht. Also du bist sehr streng. Du bist eine Person, die sehr zielstrebig ist.
Ohne Fleiß kein Preis. Das stimmt. Das stimmt. Also Leute, das heißt nicht, dass wir jetzt schwitzen müssen, ja, um etwas zu erreichen, weil es gibt viele Leute, die haben in seinem Unterbewusstsein, nur wenn ich konstant Liebe bekomme oder beweise, dass ich gut bin, bekomme ich Erfolg, bekomme ich Geld. Das läuft nicht so. Es läuft so, dass du sehr diszipliniert bist, dass du jemand bist, der nicht aufgibt und nicht leicht an seine Schätze rankommt, ja, an dem, was du gearbeitet hast. Also egal, was du jetzt anfäst, es wird zu Gold. Ja, es ist alles erfolgreich. Du kannst hier auch sagen, ich werde ein wunderschönes Wochenende verbringen, ja, oder ich habe eine wunderschöne Zeit verbracht. Dieser Urlaub, ne, wo du warst, könnte ja auch etwas Schönes sein, was du mitnimmst. Es könnte aber hier auch eine Situation sein, in dem du feierst, dein erfolgreich feierst, ja. Vielleicht hast du hier irgendwie Gehaltserhöhung bekommen, du wolltest das bekommen oder du hast hier eine bessere Stelle bekommen, du hast hier auch versucht irgendwie, wie sagt man das? Ich würde jetzt nicht sagen, dass du gewinnen wolltest, ja, gegen jemand, aber du hast dich bewiesen. Du hast es geschafft, dich zu beweisen, was du bist, was du wirklich bist. Und questa è la tua vittoria, das ist dein Sieg. Das Oromio, dein Sieg, du hast diesen Sieg verdient. Keiner kann ihn dir wegnehmen, weil du warst diszipliniert. Du hast es geschafft. Du hast alles gemacht, was du machen konntest. Ja, weil das kann ja auch gut sein, du wurdest hier geholfen von jemand anderem. Also Appoggio, also, du hast dich angelehnt an jemanden. Diese Militärperson könnte ja hier auch ein Vater, eine Bezugsperson sein. Ja, un mentore, wie kann man das sagen? Vielleicht auch ein Mentor. Ich hoffe, ich sage das richtig auf Deutsch. Jemand, der dich begleitet hat. Jemand, der dir gezeigt hat, wie das funktioniert. Du könntest ja auch sehr jung sein. Und gerade erstmal wirklich den Geruch haben von dem Sieg. Wow, so fühlt es sich an zu gewinnen. Ich mache weiter. Ich mache weiter, es rentiert sich. Ja? Bleib dran, weil es werden schöne Dinge kommen. Und dieser Neumondphase, was gerade passiert, bringt dir Glück. Das ist wirklich eine Transformation für dich. Den Erfolg riechst du schon von Weitem, weil du bist erfolgreich. Alles, was du anrührst mit den Händen, verzaubert sich. Das ist magisch. Du faszinierst auch die anderen, ja, mit deinem Charisma. Du hast einfach den Drang, die Dinge zu machen. Also hier hast du auch Saturn nochmal. Hier hast du Stier. Das ist auch, sage ich ja, etwas Berufliches. Und ich denke hier auch sehr viel Glauben. Ja, also du könntest hier jemand sein, der wirklich sehr viel Glauben an sich hat. Natürlich ohne Selbstwertschätzung kommst du nicht weiter. Und wie gesagt, das könnte auch gut sein, dass Gott, die höhere Macht, dir diesen Geschenk gibt. Ja, diesen Talent. Dass du an dir glaubst, dass du weißt, dass du erfolgreich bist. Natürlich dürfen wir nicht in diesen Ego reingehen. Nein, dürfen wir nicht, weil das Ego dann alles kaputt macht, was er anfasst, weil wir dürfen nie, also wir sollten mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Humilta, das habe ich das letztens gesagt, bescheiden, bescheiden sein, ja. Wissen, dass es nicht immer selbstverständlich ist. Der Erfolg kommt. Aber du bleibst immer mit den Füßen auf dem Boden. Du änderst dich nicht. Du wirst jetzt nicht eingebildet oder arrogant, weil du gewinnst. Nein, du bleibst der Mensch, den du bist. Aber egal, was du berührst, wird zu Gold. Ja? Und das ist dein Geschenk, würde ich hier sagen, den Erfolg. Das ändert sich mit dieser Neumondphase in deinem Leben. Es bringt dir nur Glück, wenn ich das so sagen darf. Aber ohne, bitte, nicht, dass du denkst, dass es ohne nichts kommt. Das kommt nichts ohne, dass du nichts tust. Das kommt schon mit Disziplin. Also bleib dran, übe, ja, was es auch immer ist, bleib konstant dran. Auch wenn das jetzt hier ein Mentor ist, jemand, den du brauchst, hör zu, hör gut zu, weil das ist ein guter Mann, eine gute Frau, die dir das beibringt, ja, würde ich hier sagen. Sehr, sehr schöne Karten. Wow, fantastische Legung. Vittoria, Successo, also lauter erfolgreich, Sieg, also du hast alles drin, Baldoria. Das ist eine schöne Karte, weil hier kann man auch sagen, eine Beziehung, die aufblüht. Eine Beziehung, eine Freundschaft, eine Ehe. Man kann ja auch vor Glück schreien. Ich bin schwanger geworden, wir sind schwanger.
Der Mann freut sich. Man kann ihr aber auch sagen, ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich werde wieder zu Kind. Das ist eine Freude. Das ist wirklich eine Freude, die natürlich ist. Hier ist sie nicht irgendwie gespielt. Das ist alles sehr natürlich, ja? Wow, wow, du hast hier eine wunderbare Legung. Hier öffnen sich wahrscheinlich Türen. Das habe ich da auch noch ein Haar. Bitte, den mache ich weg. Das ist immer die Jungfrau in mir, Leute. Das werdet ihr nicht glauben, aber das ist so. Das wusste ich davor auch nicht. Aber jetzt weiß ich wieso, ne? Jungfrau macht das schon sehr viel aus. Jeden Detail sehe ich. Auch an den Menschen, ne? Wieso ich das schaue, wieso ich das mir anschaue. Das macht die Jungfrau. Die nimmt sich alles unter die Lupe, Leute, ne? Auch wenn jetzt irgendwie mein Mann etwas anhat. Ja, passt es jetzt farblich? Was du da anziehst? Also er lacht auch immer selber, sagt, wieso achtest du auf solche Details? Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist die Jungfrau, die gehört ja auch ein bisschen dazu, ne? Okay, schauen wir jetzt mal mit den Sternzeichen. Ein bisschen Spaß muss auch sein, Tesoromir. Wir nehmen ja nicht immer alles so ernst, mit Leichtigkeit, aber ich denke, hier öffnet sich eine schöne Türe, eine wunderschöne Türe, indem du mehrere Chancen, mehrere Angelegenheiten haben wirst. Und natürlich nimmst du das Gepäck mit, was hier dir Gott gegeben hat. Ja? Oh, okay. Hier hat sich schon etwas Selbstständiges getan. Leute, ich muss jetzt auch noch das euch sagen. Ich musste so lachen. Ich habe auch gestern... Leute, ich antworte nie. Ihr wisst, ihr kennt mich ja. Ich lösche einfach die Kommentare, weil ich gar keine Lust habe. Aber gestern war ich irgendwie so ein bisschen verrückt drauf. Ja, da hatte ich meine 5 Minuten. Wer kennt es nicht? Wer hat nicht seine 5 Minuten? Da hat mir jemand geschrieben... Oh, oh, man sieht schon, wer du bist. Du hast ja dieses böse Auge. Hier habe ich ja dieses Auge, ne? Hier habe ich auch ein Auge. Da hat sie geschrieben, ja, das ist irgendwie Dämonen oder ich weiß nicht, irgendwie sowas Schlechtes, Luzifer, keine Ahnung. Da habe ich nur geschrieben, pass auf, nicht, dass ich in der Nacht vor deinem Bett stehe. Ich musste so lachen. Leute, wir wissen doch ganz genau, das ist das Auge des Horus, das ist schon Schutz. Ja, das habe ich mir mit 16 oder 17 machen lassen. Ich wusste selber nicht, das war eine innere Stimme. Ich bin ja irgendwo verbunden mit einer früheren Inkarnation, ja, mit dieser ägyptischen Welt. Ich weiß es, meine Seele weiß es, wieso sie das gemacht hat. Ich kann das mir selber nicht immer erklären, aber das Auge ist auch Weisheit, ja, und ist auch Schutz und das ist nicht nur das Böse. Natürlich gibt es auch die Menschen, die das leiden, aber das Dreieck repräsentiert auch Seele, Geist und Verstand. Ja, nicht nur das, was wir denken, Illuminati, das Ganze. Nein, nein. Ich habe euch auch schon mal ein Video gemacht über diesen magischen Dreieck, was man verwirklichen kann. Würde das funktionieren? Das funktioniert, ja. Man muss nur daran glauben und nicht immer alles im Negativen zu sehen, ne? Das ist Wahnsinn. Also ich musste so lachen, dass ich einfach geantwortet habe. Weil ich fand das, wow, dass es solche Menschen gibt, die denken wirklich, ja, wer weiß, ne, was ich mit euch mache. Also, okay, gut, hier haben wir Steinbock. Dann haben wir hier Fischelein, Skorpion, Pluto, siehst du, der ist zurzeit überall. Ja, dann hast du hier, vergesse ich jemanden, den Krebs. Also hier ist es sehr viel Wasser und auch Schütze. Ja, auch ein Feuerelement, aber wir sagen hier auch Jupiter, die Fülle. Das ist ja, Zeus gibt ja die Fülle. Und ich denke, du bekommst hier ein wunderschönes Geschenk. Etwas Schönes erwartet dich. Öffne diese Türe, weil etwas Wunderschönes erwartet dich da draußen. Das oder mir. Okay, das war jetzt hier die Legung. Ich hoffe, dass ich dir behilflich war in meinem Kleinen. Ja, ich gebe euch nur dieses Input. Das nehmen wir immer mit Leichtigkeit. Aber ich sage immer so, es gibt keine Zufälle. Ja, wenn wir etwas finden, wenn wir etwas sehen, dann ist es kein Zufall, sondern es sind immer Message. Ja, es sind immer Zeichen von Gott da oben. Ja, oder halt, wie du ihn auch nennen willst. Ich mache Spaß, ne? Okay, also dann, pass auf dich auf, Tesoro mio. Ja, mach's gut. Ciao.